Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Blissim Box aus dem Monat Mai. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist eine Box, die von Frankreich nach Deutschland gekommen ist. Sie kostet 16,90 Euro pro Box und pro Monat. Ich bekomme sie zugeschickt, um sie euch vorzustellen. Und ja, vielen, vielen Dank an das liebe Blissim Team. Aktuell könnt ihr mit dem Code TRIO ein, was ist das? Kiehl's ist das, glaube ich, ne? Kiehl's Calendula, also quasi, Serum Calendula, Reinigung Calendula und Gesichtsmaske Repair mit dazu bekommen in Reisegrößenformat. Ja, wenn ihr die Box neu abonniert, ne? Schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir das soweit verlinkt. Und ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal in das Schätzelein rein. Die Ringelblumen-Sachen von Kiehl's finde ich übrigens sehr, sehr angenehm für meine Haut. Tatsächlich mag ich die sehr, sehr gerne. Ringelblume habe ich jetzt einfach super viel durch die ganze Babypflege auch kennengelernt. Und das ist eine sehr schöne Inhaltsstoffgeschichte. Jo, wir haben hier jetzt einmal den Deckel entfernt und das Ganze startet hier mit dem Motto La Dolce Vita. So schaut das einmal aus und dann gucken wir mal das, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben an. Im Mai lassen wir es uns gut gehen. Diesen Monat haben wir 5 Beauty Essentials ausgewählt, die du für deine sonnigen Wochenenden in deinen Koffer packen kannst. Wo soll es hingehen? Für mich ging es letztens nach Malaga. Und das war es halt auch irgendwie, ne? Also ich fahre jetzt nicht sonst irgendwo sonst hin im Sommer. La Dolce Vita, El Sol y los Viajes te esperan. Ach du meine Güte, nee, Quatsch. Das steht hier einfach auf verschiedenen Sprachen drauf. Sehr schön auf Deutsch, auf Spanisch und auf Französisch. Oder? Italienisch? Man weiß es nicht. Ach, okay. Dein exklusiver Content. Jeden Monat stellen wir dir unsere neuen Beauty-Entdeckungen vor. Scanne diesen QR-Code, um alle Informationen über deine Produkte, ihre Anwendung, ihre Inhaltsstoffe und mehr zu erhalten. Unveröffentlichte Inhalte und exklusive Blissim-Angebote sind ebenfalls enthalten. Da könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, die neue Splendist Edition, also quasi die Summer Splendist Edition, habe ich letztens auch schon ein Unboxing zugesehen. Mir kommt direkt ein Duft entgegen und wir können uns alle vorstellen, von welchem dieser Produkte das kommt. Und zwar haben wir hier von The Ritual of Sakura ein Renewing Body Scrub mit Sugar and Cherry Blossom, also mit Zucker und Kirschblüte. Ein Zuckerpeeling ist sehr angenehm, weil du in dem Sinne quasi ein mechanisches Peeling hast, was sich aber auflöst. Ne? Also da ist eine ganz angenehme Sache mit dabei. Und es brennt nicht, wenn du irgendwo dich vielleicht beim Rasieren geschnitten hast oder so. Kirschblüte, toller Duft. Ich mag auch gerne den Duft, aber leider sind mir die Peelingpartikel hiervon bislang nicht so fein gewesen. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal aus. Vielleicht. Ich habe mir nämlich gestern, ich habe ein Peeling leer gemacht. Ich liebe den Duft von Ritual of Sakura. Komm, das nehme ich jetzt direkt mal in Anwendung. Dienstags und Freitags sind meine Peeling-Tage. Dann gönne ich mir das einfach mal. Richtig toll, das ist eine kleine Größe mit 125 Gramm. Also ich weiß nicht, wenn ich in den Urlaub fahren würde, würde ich ein Peeling mitnehmen. Ich glaube, das ist eher so das, was ich zu Hause lassen würde, wenn ich ehrlich sein darf. Dann habe ich von La Canopée eine Universalcreme. Universal Moisturizer, Baobab, Inulin, Glycerin, 50 ml. Ich glaube, genau, für Gesicht und Dekolleté ist es geeignet. Aber nicht für den Körper dann wahrscheinlich. Ich meine, du kannst dir alles, was du dir auf dein Gesicht gibst, auch auf den Körper geben. Aber meistens ist es so, dass es dann zu teuer ist, um sich das auf den Körper zu geben. Natürlich, 100% und vegan ist das Produkt. Das riecht jetzt alles nach dem Kirschblütengedönsen, ne? Auch das finde ich schön. 50 ml, eine Full-Size, ne? Das ist schon krass. Dann haben wir hier eine Mini-Lidschattenpalette drin. Die hatte ich auch schon mal irgendwo mit am Start. La Vie Neutral Eyeshadow Palette von Cella ist das. Das ist halt wirklich eine schöne Reisepalette. Habe ich die noch? Ich weiß das gar nicht. Möglicherweise habe ich sie noch oben in meiner Sammlung drin stehen. Denn das ist halt wirklich eine Lidschattenpalette. Die du, also mit vier Fältchen, das ist ein Quattro, da hast du zwei Schimmertöne mit dabei und zwei matte Töne, also wirklich für die Reise sehr, sehr gut geeignet. Einen hellen Schimmerton für den Inner Corner, einen Goldschimmerton, eigentlich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die man mit auf Reisen nehmen kann. Also ist sie in dieser Box, wo es ja um die Reise-Essentials geht, auch sehr gut aufgehoben. Ich weiß jetzt nur nicht, was Popolo ist. Fehlt noch ein CH hinter. Egal,
Sind wir gerade 12, Claudi? Hm, ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es hier irgendwie so ein Designer ist, der das Design von der Box kreiert hat. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was halt wirklich so ein Sommerprodukt ist. Und zwar von NYX, das Oui Prodigieuse. Das ist ein Gesicht für Körper, Haare und Gesicht. 10 ml sind hier drin. Das ist auch eine gute Reisegröße. Das kannst du dir schön in die Haarlängen aufgeben, wenn die Haare einfach zu trocken sind. Am Körper kann ich mir das auch sehr schön vorstellen, gerade so Richtung dort, wo ich meine Schwangerschaftsstreifen habe, sowohl vom Wachstum als auch wirklich von der Schwangerschaft. Weil wenn du die mit Öl pflegst, kannst du die verblassen lassen mit der Zeit, was die sowieso in der Zeit machen, aber dadurch wird die Haut halt irgendwie auch schöner. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe da eine ganze Zeit lang auch an den Oberschenkelinnenseiten zum Beispiel von Freiölprodukte verwendet. Man sieht es mittlerweile einfach nicht mehr. Das macht mich unheimlich glücklich, weil ich damals als Teenager sehr, sehr daran zu knapsen hatte und empfehle das halt immer wieder. Das hier ist jetzt sehr, sehr stark parfümiert, aber es gibt halt auch unparfümierte Sachen, ne? Nur mal so am Rande. So, und dann habe ich hier das letzte Produkt und zwar von Morning Street Brightening Conditioner. Sehr schön, Argan und Marolaöl, sehr, sehr gut. 30 ml, das finde ich perfekt. Für mich eine 1A-Geschichte, die ich auch wirklich klasse finde. Das sind meine Haare auch, ne? Oh, das riecht intensiv. Oh, das riecht richtig schön. Blumig, schwer. Mag ich richtig gerne leiden. Also da werden meine Haare ihre Freude haben. Also die Verpackung sieht gar nicht mal so sexy aus, aber ich denke, dass es in den Haaren sehr, sehr gut wirken wird. Und da habe ich einfach Bock drauf. Vor allem, wenn man das in den Haaren drin hat, hast du auch noch so einen gewissen Duft in den Haaren. Und wenn man dann so das Haar wallen lässt, verströmt man halt den Duft auch noch so. Das mag ich einfach gerne. Doch, lässt du 1 bis 2 Minuten drin. Das mache ich halt meistens, wenn ich so meinen Körper sowieso wasche, ne? Dass ich das dann reinmache. Dann hast du den Conditioner auch noch ein bisschen am Einwirken. Das war eine schöne, schöne, schöne Geschichte. Ich finde es krass, dass wir hier auch eine Full-Size von einem Gesichtscreme-Produkt drin haben. Körperpeeling finde ich großartig. Jetzt nicht unbedingt für mich persönlich reisetauglich. Die Lidschattenpalette passt 1A, auch wenn ich die irgendwie schon mal irgendwo drin hatte. Das NYX ist ein Klassiker, aber auch das passt tatsächlich zu dem Motto. Conditioner finde ich auch sehr, sehr wichtig. Leute, also für mich war das wirklich eine gelungene Box. Man zahlt, wie gesagt, 16,90 € für die Produkte oder für die Box an sich, bekommt diese Produkte, die angeblich, also habe ich eben gelesen, Wert irgendwie von 61 € oder so haben sollen. Das heißt, man macht damit halt auch wirklich einen Schnapp und ich kann es halt einfach empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, da steht alles nochmal so weit drin und auch der Link, da könnt ihr dann drüber bestellen, wenn ihr möchtet. Und denkt an die Limited Editions, die ich euch auch mal in der Infobox aufführe. Die ein oder andere habe ich euch hier auch schon mal vorgestellt. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!